Oh nein, jetzt sehe ich voll crazy aus. Eine helle Seite, eine dunkle Seite. Upsi. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video von mir und für alle, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Das hier ist mein erstes YouTube-Video im Jahre 2023. Ich habe jetzt schon fast wieder die Zahl vergessen. Irgendwie mittlerweile weiß ich nicht mehr, welches Jahr es ist. Ich musste letztes Jahr, glaube ich, so 10-mal googeln, welches Jahr wir haben. Wir haben jetzt 2023, das merke ich mir. Das muss natürlich ein bisschen gefeiert werden mit einem Special-Video. Wir müssen natürlich gut ins neue Jahr starten. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir wieder dasselbe Video, das ich letztes Jahr schon gemacht habe, weil es so gut damals angekommen ist. Und zwar zeige ich euch heute meine Lieblings- und Hassprodukte aus dem Jahre 2022, also vom letzten Jahr. Damit wir das letzte Jahr und die letzten Make-up-Produkte vom letzten Jahr so ein bisschen abschließen können und ja gut ins neue Make-up-Jahr starten sozusagen. Ich glaube nämlich, das Jahr 2023 wird ein richtig ultra cooles Jahr. Ich habe nämlich auch schon richtig coole Sachen hier für meinen YouTube-Kanal geplant. Das heißt, die nächsten paar Videos werden auch alle top. Ich hatte zwar gerade eine zweiwöchige YouTube-Pause, aber ich bin jetzt wieder back, also es kommen wieder wöchentlich Videos. Das heißt, falls ihr die nicht verpassen wollt, und ihr solltet die auf keinen Fall verpassen, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren und wenn ihr wollt, auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit meinen Lieblings- und Hassprodukten. Sodala, wir beginnen mit dem Primer. Irgendwie bin ich heute voll gut aufgelegt. Das heißt, immer wenn ich gut aufgelegt bin, beginne ich immer randomly zu singen. Das heißt, es könnte sein, dass ich ein bisschen singe in diesem Video. Und dafür möchte ich mich auch schon mal entschuldigen, weil ich, ja, habe nicht gerade die Engelstimme, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich mache meine Lieblingsprodukte auf dieser Seite, weil das meine Lieblingsseite, also meine gute Seite ist von mir. Deswegen denke ich, ich mache das hier und meine Hassprodukte hier. Und ein Primer, der letztes Jahr rausgekommen ist und den ich richtig gefeiert habe, ist dieser hier von NYX, den Plump Right Back Primer. Das ist ein Plumping Serum und Primer in einer mit Elektrolyten. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Jedenfalls mag ich ihn sehr gerne, weil der gut so in die Haut einzieht und so ein bisschen sticky ist danach. Und das heißt, die Foundation klebt dann sozusagen besser auf der Haut und hält dann länger. So sieht er aus, einfach durchsichtig, hat so ein bisschen so eine klebrige Textur, würde ich mal sagen. Und die schmier ich mir jetzt auf die eine Gesichtshälfte drauf. Und noch ein mega Pluspunkt. Der riecht so gut. Oh, ich will das als Parfum haben. Dann geht's weiter mit meiner Hassseite. Ich will kurz dazu sagen, so die meisten Produkte davon hasse ich nicht. Hasse. Ich meine, das klingt so extrem. Und ein paar von den Produkten, generell jetzt von allen Produkten, die ich hier habe, sind nicht letztes Jahr rausgekommen, sondern es ist eher so ein Mix aus Produkten, die eben letztes Jahr erst rausgekommen sind und Produkte, die ich irgendwie letztes Jahr erst getestet habe. Einfach so Produkte, die ich letztes... Versteht ihr, was ich meine? So Produkte, die ich irgendwie letztes Jahr zum ersten Mal benutzt habe. Aber das muss nicht heißen, dass sie erst letztes Jahr rausgekommen sind. Blablabla. Ein Primer, den ich nicht so dolle fand, ist dieser hier. Der ist von Revolution, heißt Conceal and Fix. Ist ein Mattifying Primer. Eigentlich Mattifying geil, weil ich habe ja ölige Haut. So sieht der aus. Also die Verpackung ist auf jeden Fall cool. Ich finde den jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Ich habe den heute gar nicht benutzt. Und ich mag einfach diese Art von Textur nicht. Das ist dieses mattierende und sehr porenverfeinernde. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich den Foundation drauf gebe, dann irgendwie so, dann kann ich die nicht einarbeiten, sondern die rutscht dann nur so hin und her. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich finde, bei Primer ist das auch immer voll Geschmackssache. Und wir machen weiter mit Foundation. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich letztes Jahr gar nicht mal so oft Foundation getragen, nur wenn ich so richtig so Full Glam Make-up gemacht habe, was ihr oft seht, aber so in meiner Freizeit habe ich nicht so oft getragen. Aber wenn ich Foundation getragen habe, dann sehr gerne das hier. Das ist der Stay Naked Hydro Maniac Tinted Glow Hydrator von Urban Decay. Der ist auch relativ viral gegangen, also der ist sehr gehypt gewesen, auch zu gutem Grund, aus gutem Grund. Ich finde, der sieht richtig schön aus auf der Haut. Also der hat, finde ich, so eine mittlere Deckkraft, würde ich mal sagen, aber es sieht so voll natürlich aus und hält voll gut. Also jedes Mal, wenn ich den getragen habe, dachte ich mir so, boah, ich sehe heute gut aus. So, ich trage das jetzt einmal mit meinem Schwämmchen auf. Übrigens, bester Schwamm dieses Jahr geht eindeutig an den Schwamm von Isabelle und Essence. Ihr werdet auch ein paar Teile aus der Beauty Bands Kollektion hier in dem Video sehen. Eigentlich sollten alle von ihren Sachen reinkommen als die besten Produkte des Jahres, aber ich dachte mir, das wäre dann zu langweilig, wenn irgendwie das halbe Gesicht nur aus ihren Produkten besteht. Deswegen habe ich nur so meine zwei absolut Favoriten rausgesucht. Also sind alle Produkte 10 von 10, aber zwei davon oder drei mit dem Schwamm sind eine 11 von 10. Deswegen sind die auch noch in dem Video hier drinnen. So, wieder verblenden. Mir fällt gerade auf, ich bin noch so ein bisschen blau in meinem Ohr von dem Avatar-Look, den ich geschminkt habe. Upsi.
falls ihr mich nur von YouTube kennt, also vielleicht weiß es der ein oder andere gar nicht, ich schminke oft so crazy Make-up-Looks, also so Bodypainting und sowas. Und ich habe Avatar geschminkt, also wenn euch sowas interessiert, dann schaut sehr gerne auf meinem Instagram vorbei. Dort heiße ich Paula W. Wolf, also mit zwei Ws. Und so sieht das jetzt aus. Ich liebe es, wie natürlich das aussieht. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde, es sieht so aus, als würde ich fast keine Foundation tragen. Nur halt irgendwie so meine Haut, aber so ein bisschen perfektioniert. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich nicht ganz so dolle fand. Und zwar ist das das hier von Balea. Perfektion. Ich habe gerade Französisch, Englisch und Deutsch gleichzeitig geredet. Perfektion Magic Creme. Ja. Yeah. Soft Make-up Effekt. Das ist sowas, das ist weiß und dann bekommt es erst die Farbe, wenn man es auf die Haut aufträgt. Und solche Produkte meinen ja immer, dass es sich so an die Haut anpasst. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie immer nur so eine Farbe drin und die ist immer zu dunkel für mich. Also ich hatte schon ein paar, bei denen das funktioniert hat. Also ich finde es prinzipiell ziemlich cool, einfach nur, weil das so eine Art Magie-Effekt ist. Und ich liebe halt so ein bisschen verrücktere Make-up-Produkte. Das ist genau mein Ding. Aber irgendwie so das Finish selbst, kann ich mich erinnern, dass ich das nicht so doll fand. Obwohl, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich habe das nämlich voll lange nicht mehr benutzt. Okay. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon seht, aber es wird sehr dunkel. So besonders im Vergleich zu meinem Hals, seht ihr das? Ist auf jeden Fall zu dunkel für mich. So zuerst, wenn man es verblendet, denkt man, es wird voll gut. Weil so, ich habe das Gefühl, jetzt gerade hat so eine gute Farbe für mich. Und dann wird es plötzlich ultra dunkel. Und muss sagen, es hat so ein bisschen einen komischen Geruch. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Kennt ihr das, wenn man seine Haare färbt und es riecht so voll chemisch? Ich finde, es riecht so, aber in gut. Macht das Sinn? So wie beim Haarefärben, aber so eine gute Variante davon. Ich nehme jetzt kurz meine saubere Seite von meinem Schwamm. Und versuche das ein bisschen einzuarbeiten. Oh nein, jetzt sehe ich voll crazy aus. Eine helle Seite, eine dunkle Seite. Okay, das ist ein bisschen verrückt. Machen wir lieber weiter mit Concealer. Vielleicht kann er das so ein bisschen ausgleichen. Und zwar habe ich da ein Lieblingsprodukt. Das ist, glaube ich, mein Top-Produkt aus dem Jahre 2022. Dieser Concealer hier. Und zwar ist das von NYX, der Bare... Ich verspreche mich heute so oft. Der Bare With Me Concealer. Ich sag's euch, seit ich den habe, verwende ich den so gut wie jeden Tag. Also das ist irgendwie so meine Foundation, mein Concealer in einem geworden. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich verwende nicht mehr so oft Foundation. Das ist, glaube ich, wegen diesem Produkt hier einfach, weil es sich so gut verblenden lässt und es hält so gut und es sieht so gut aus und es hat so eine gute Deckkraft. Ich bin obsessed mit diesem Concealer. Ich finde, das ist so ein guter Concealer. Ich habe den auch meiner Cousine gegeben und sie findet auch, dass es der beste Concealer ist. Also... Ich habe da zwei Farben, ich weiß, sie sehen sehr ähnlich aus, aber der ist ein bisschen dunkler. Vielleicht nehme ich sogar den, um irgendwie jetzt nicht hier noch heller zu werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Von dem braucht man noch gar nicht so viel. Ich gebe den jetzt einfach auf die Stellen, wo ich ihn normalerweise auch hingeben würde. Ich glaube, ich nehme jetzt doch noch ein bisschen was von dem helleren und gebe mir den hier so in den Augenwinkel, nur so ein bisschen zu highlighten und hier. So, ich brauche ein bisschen abwischen. Und jetzt verblende ich das Ganze. Und sieht doch richtig gut aus, oder? Für meine andere Seite nehme ich jetzt einen Concealer, der auch mal gehypt war, den ich aber lange nicht probiert habe und wo ich sagen muss, dass ich den Hype nicht so verstehe. Und zwar ist das dieser hier von e.l.f. Der heißt 16 Hours Camo Concealer. Den hat mir tatsächlich eine Freundin geschenkt, weil die sich den nach dem Hype gekauft hat und dann voll enttäuscht war. Und ich war so, das kann doch nicht sein, da muss doch gut sein, wenn alle drüber reden. Und dann habe ich ihn probiert und ich fand ihn auch irgendwie komisch. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht benutzt, das heißt, ich bin jetzt gespannt, wie der aussieht. Ich verwende jetzt hier ein bisschen mehr, einfach um vielleicht die Seite so ein bisschen aufzuhellen, hoffentlich. Ich kann mich erinnern, dass der so voll dickflüssig war und so voll schnell getrocknet ist und dann konnte man nicht so gut verblenden und so. Okay, ja. Ja. Ich habe jetzt schon das Problem. Seht ihr das so? Ich weiß nicht. Ich gehe hier drüber und dann bleiben hier trotzdem so diese Linien, wo ich ihn aufgetragen habe. Obwohl mein Gesicht gerade so voll dewy ist auf dieser Seite. Also keine Ahnung, was da los ist. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Ich sehe schlimm aus gerade. Ich sehe schlimm aus. Ich muss das kurz fertig verblenden, weil sonst wird es vielleicht noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Concealer alleine ist oder der Primer oder Foundation. Alles zusammen vermutlich. Ich glaube, ich habe gerade die Todeskombi aufgetragen, weil ich habe noch nie so schlimm ausgesehen in meinem ganzen Leben. Ich hoffe gerade so sehr, dass ihr das sehen könnt. Aber hier, oder? Seht ihr das? Hier ist alles im Eimer. Hier, ich habe richtige Streifen hier. Ich meine, es ist ja gut abgedeckt, aber ich kann das so nicht lassen. Nee, ich gebe da jetzt einfach noch ein bisschen mehr drauf. Boah. Ich habe manchmal Angst, dass ihr das in der Kamera nicht mal so richtig sehen könnt. Das ist hier ein Streifen. Und es sieht so trocken aus. Ich bin richtig geschockt. Ich meine, ich wusste schon, dass ich die Produkte nicht so gern habe, aber dass es so schlimm ist. Und das ist das Verrückte. So von weiter weg sieht das sogar irgendwie so ein bisschen besser aus, weil so meine Augenringe komplett abgedeckt sind. Aber ich bin auch in letzter Zeit so ein bisschen mehr Fan von so ein bisschen mehr Natural Look. Weil besonders in Real Life, finde ich, sieht das einfach viel besser aus. So, weil hier ist es einfach nur cakey und so richtig so
Make-up und hier sieht es irgendwie so wie Haut aus, die atmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Machen wir einfach schnell weiter und zwar mit Blush. Und da haben wir auch das Lieblingsprodukt. Das Lieblingsprodukt von mir von Isabelle's Essence Kollektion. Und zwar ihren Blush Stick. Ich finde, das ist so ein cooles Produkt. Man schraubt ihn nur um. Und der ist einfach lila und er reagiert mit der Haut. Und das ist so cool. Und es funktioniert auch so gut. Passt mal auf, okay? Einfach pink. Seht ihr das? Und ich liebe die Farbe davon, ich liebe die Konsistenz davon. Das gibt mir so richtig so glowy, natural Blush Vibes. So süß, oder? Und auf der anderen Seite haben wir auch einen Blush, natürlich. Was sonst? Und zwar ist es das hier. Also da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich nicht mag. Es gibt einen gewissen Grund, warum ich den jetzt für dieses Video ausgesucht habe. Und zwar ist es von Revolution, der Super Dewy Liquid Blush. Und zwar riecht der nach Schwimmbad. Also so nach Chlor. Extrem stark und irgendwie ist der gerade eingetrocknet. Ah, okay, da kommt... War der immer schon so hart? Ich glaube nicht. Weiterer Grund, warum ich den nicht so gerne habe, glaube ich. Okay, er ist eingetrocknet. Ich glaube, ich wärme den jetzt kurz hier auf meiner Hand auf. Auf jeden Fall eine crazy Farbe. Und trage den mir jetzt hier auf. Ich finde, das sieht sonst sogar eigentlich ganz süß aus. Also, wenn er nicht so extrem nach Chlor riechen würde, glaube ich, würde ich ihn eventuell sogar mögen. Aber er ist schon sehr stark gerade. Also, ich bin schon sehr pink auf dieser Wange. Ich habe mich schnell abgepudert und bevor wir die Augenbrauen machen, habe ich mich dafür entschieden, noch schnell Highlighter drauf zu geben, weil ich Highlighter liebe. Ich hatte kurzzeitig so eine Phase, wo ich keinen Highlighter mehr getragen habe und jetzt bin ich irgendwie wieder so voll all in. Also, irgendwie, so Glitzersachen haben einfach so ein Special Place in my heart und deswegen werde ich irgendwie nie damit aufhören können. Mein Lieblingshighlighter von diesem Jahr habe ich schon relativ lange. Das war richtig süß. Ich habe bei Sheilan, also Sheilan Make-up, meiner Freundin gesehen, dass sie die Bridgerton Pat McGrath Kollektion bekommen hat. Und ich habe ihr so geschrieben, so, oh mein Gott, kann ich die abkaufen von dir? Und dann hat sie mir einfach so ein paar Sachen geschenkt. Und das war richtig süß. Und unter anderem war dieser Highlighter hier dabei. Und den habe ich einfach nie benutzt, weil der war auch in so einer wunderschönen Schachtel drin. Und ich zeige ihn einfach mal. Ich meine, hallo, den kann man eigentlich nicht wirklich benutzen, weil er zu schön ist. Also habe ich ihn tatsächlich erst so, keine Ahnung, 5-mal benutzt. Aber jedes Mal, wenn ich ihn benutze, bin ich so richtig so, was ist das? Also es ist wirklich ein atemberaubend schöner Highlighter. Allein so die Farbe, dieses Gold, aber wow, wow, oh, wow, einfach nur. Ich gehe da jetzt ganz positiv rein, ich will den nicht zerstören. Und jetzt kommt er auf mein Gesicht. Okay, ich habe ein bisschen zu viel genommen. Das ist sehr intens gerade. Ich habe schon wieder vergessen, weil ich ihn so selten benutze, habe ich vergessen, wie heftig der ist. Aber der ist so schön. Einfach so ein ganz helles Gold, was perfekt ist für mich, weil ich ja sehr helle Haut habe. Und er hat so ganz kleine, ganz feine so Glitzerpartikel drin. Und das liebe ich halt. Ist der nicht so wunderschön, oder? Wow. Und dann habe ich hier meinen Highlighter, den ich dieses Jahr am wenigsten benutzt habe. Und zwar habe ich ihn einmal benutzt, was eigentlich voll schade ist. Ich glaube, ich werde ihn noch verschwenden, weil eigentlich ist er richtig cool. Und zwar ist das dieser hier von Essence aus der Coffee to Glow. Nein, aus der Coffee-Serie. Wie nennt man das mal? Coffee-Kollektion, genau. Also Essence hat jetzt eine Coffee-Kollektion rausgebracht und eigentlich fand ich die richtig cool. Und der Highlighter selbst ist so genial. Also dieses Konzept mit diesen Kaffeebohnen, die Highlighter sind, finde ich richtig geil. Es riecht auch ziemlich stark nach Kaffee. Das Einzige, was ich sagen muss, das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil für diesen Highlighter und zwar, ich mag keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. So. Ich glaube, ich habe eine Kaffeeunverträglichkeit, weil ich kriege jedes Mal ultra Herzrasen, wenn ich Kaffee trinke. Also auch wenn ich nur so ein paar Schlücke nehme, mich so... Und den Geruch von Kaffee finde ich einerseits irgendwie gut, aber andererseits erinnert mich das ans Herzrasen, deswegen bin ich so, Mein Problem mit dem Highlighter ist, es ist ein bisschen schwierig, so ein bisschen Produkt aufzugreifen, weil man das so in diese Bohnen reinfährt. Und er ist relativ dunkel und das ist nicht die Schuld oder das ist jetzt nicht irgendwie die Schuld von dem Produkt, weil ich meine, ich habe einfach zu helle Haut dafür, das muss einfach jemand verwenden mit dunklerer Haut. Also wie gesagt, Produkt ist relativ cool, aber für mich ist es einfach nichts. Ich werde jetzt trotzdem versuchen aufzuräumen. Ich habe so das Gefühl, ich tue da die ganze Zeit so reinwirbeln, aber es kommt nichts. Und das finde ich halt so ein bisschen doof. Und ich glaube, das ist auch eher im Vergleich zum anderen zumindest ein bisschen ein natürlicherer Glow. Ja, auf jeden Fall natürlicher. Das ist so ein bisschen, ja, das ist ein dunkelbraun-goldener Highlighter. Aber ich glaube, wenn man Kaffee mag und gerne so ein bisschen verrücktere Make-up-Produkte mag und wenn man ein bisschen dunklere Haut hat als ich, dann könnte das eigentlich ein richtig cooles Produkt sein. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich auch Produkte, die ich sehr liebe. Und zwar Thick It, Stick It von NYX. Also ich muss schon sagen, NYX hat letztes Jahr richtig coole Produkte rausgebracht. Concealer und das Augenbrauengel sind meine zwei so Staple-Produkte, die ich die ganze Zeit verwende. Und zwar habe ich das in der Farbe Auburn.
03, was jetzt sehr gut zu meiner neuen Haarfarbe passt, die ich übrigens wahrscheinlich bald wieder ändern werde, obwohl ich sie eigentlich ganz gern habe, aber mich nervt das so mit dem Ansatz und sowas. Und ich bin einfach im Herzen eine Blondine, deswegen schauen wir mal. Aber ich finde dieses Augenbrauenprodukt richtig cool, weil es hat auch so kleine Fasern, glaube ich, nennt man das drin. Das heißt, die Augenbrauen sehen voll aus und ich mag die Konsistenz voll gerne und wie viel Farbe es abgibt, generell voll viel. Ich zeige das einfach mal. Ich habe nämlich so ein bisschen Augenbrauen, ich glaube, ihr seht das eh, die sehr unförmig und lang sind. Das heißt, sie tun sich, also wenn ich die halt nicht zurecht böse sind, die immer irgendwie so. So sehen die dann aus, wenn ich aufstehe zum Beispiel. Und teilweise sind sie dunkel und dann aber auch wieder hell. Also ich habe so ein paar fast weiße drin, dann habe ich wieder ein paar dunklere. Sehr komisch, manche sind auch ombre, keine Ahnung warum. Und deswegen liebe ich es halt Augenbrauengels zu verwenden, weil ich finde, das ist so easy und schnell. Man streicht nur ein paar Mal durch, alle Haare sind eingefärbt, die Haut ist eingefärbt und die Augenbrauen bleiben den ganzen Tag so, wie sie sein sollen. Das heißt, ich bürste meine Haarchen zurecht und das Augenbrauengel irgendwie hat so eine Textur, das ist so richtig anklebt. Also ich spüre das manchmal dann so, wenn ich mich am Abend abschminke, dass ich so ein bisschen rubbeln muss, weil die schon so richtig so fest sind. Aber das mag ich, weil das heißt, sie bewegen sich dann wirklich nicht. Und so sehen die Augenbrauen jetzt aus. Manchmal gehe ich noch so mit dem Stift drüber, besonders hier hinten und tue das Ganze noch so nachziehen. Manchmal aber auch nicht, weil, wie gesagt, ich mag auch gerne, wenn es so ein bisschen natürlicher aussieht. Also ich finde, die Augenbrauen sieht eh auch schon relativ gemacht aus. Aber ich mag es irgendwie, dass es so ein bisschen, dass man so die einzelnen Härchen noch sieht. So wie eine natürliche, schöne Augenbraue sozusagen. Und ich finde es halt irgendwie immer crazy, so den Vergleich zu sehen, weil ich finde, keine Ahnung, es sieht so aus, als hätte ich voll lange dran geschminkt. Aber ich bin einfach nur ein paar Mal mit meinem Augenbrauengel drüber gegangen, was echt cool ist. Und mein Hassprodukt. Das ist jetzt aber wirklich ein Hassprodukt. Und das ist nicht vom letzten Jahr, muss ich sagen. Ich habe jetzt voll lang nach irgendeinem Hass-Augenbrauenprodukt von 2022 gesucht, habe es gefunden, aber ich habe das hier dafür gefunden. Und das teste ich mindestens einmal pro Jahr und hasse es jedes Jahr aufs Neue. Ich kann mich noch erinnern, so vor 3 Monaten oder so habe ich es wieder rausgesucht, weil ich mir dachte, das passt jetzt voll gut so zu meiner neuen Haarfarbe, weil das eben eins meiner einzigen Augenbrauenprodukte so in so einem, ja, so einem orangigen Braun ist. Wie nennt man das nochmal? Kupfer. Habe es ausprobiert und dachte mir, was ist das? Das von Anastasia Beverly Hills, das Tinted Brow Gel. Und jetzt passt einfach mal auf, okay? Das ist so eigenartig. Bin gespannt, ob das meine Kamera mal wieder aufgreift. Aber ich gebe euch gleich Nahaufnahmen, dann seht ihr ganz genau, was ich meine. Also erstens mal mag ich das Böse nicht so gerne, weil ich finde, das gibt mir nicht so gut Kontrolle irgendwie wie das andere. Und ich weiß nicht, irgendwie klebt das dann auch nicht so gut. Also es hat einfach nicht dieselbe Textur wie das andere und das andere ist perfekt. Die Augenbraue selbst, naja. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich es mit diesem Augenbrauengel nicht hin. Und jetzt zeige ich euch, was ich so schlimm finde, okay? Ich hoffe echt, meine Kamera greift das auf. Aber es ist einfach Gold. Also das Augenbrauengel selbst ist einfach wie so ein goldener Highlighter. Und das checke ich halt gar nicht. Also meine Augenbrauen glitzern gerade Gold. So als hätte ich Highlighter für Augenbrauengel benutzt. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich liebe Highlighter, aber Highlighter als Highlighter und nicht Highlighter für die Augenbrauen. Machen wir weiter mit Lidschatten. Wuhu! Da habe ich letztes Jahr, oh Gott, schaut, es passiert schon wieder, ich kenne mich nicht aus. Da hatte ich letztes Jahr 2 Lieblingspaletten, ich werde mich aber nur mit einer davon schminken. Die, mit der ich mich nicht schminken werde, ist diese hier von Huda Beauty, die Rose Quartz Palette. Und ich liebe einfach Huda Beauty Paletten, das sind wirklich meine Lieblingspaletten, obwohl die schinken teuer sind. Ja, die sind sehr teuer, aber ich finde, die sind einfach extrem gut. Besonders die Schimmertöne. Also die haben es mir so angetan. Keine Ahnung, wie Huda Beauty das immer macht, aber ich finde, die sehen so krass aus, diese Schimmertöne. Und die Palette, mit der ich mich gleich schminken werde, ist diese hier. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich ein bisschen random, weil ich finde, die wurde gar nicht so gehypt online. Also die habe ich tatsächlich nur so durch Zufall entdeckt, weil Catrice mir die geschenkt hat. Und zwar ist das die Rainforest Haze Palette. Und so sieht die innen aus. Also sehr schöne so grüne Tropical-Töne, grün, gold, braun. Ich halte es immer auf der falschen Seite. Hier müssen wir sein, bei meiner schönen Seite. Jedenfalls habe ich die dann getestet und ich war so geschockt. Also diese Schimmertöne, auch die matten Töne, die ganze Palette, die ist so hochpigmentiert, dass es nicht mal so, dass ich sagen kann, so, das ist High-End-Qualität, das ist mehr als High-End-Qualität. Das ist wirklich, das könnte, ich glaube, man könnte diese Palette, man könnte irgendwie, keine Ahnung, was draufschreiben, Chanel, und das um 500 Euro verkaufen und die Leute wären so, wow, voll gute Palette. Also wirklich verrückt. Und ich freue mich jetzt damit, einen Look wieder zu schminken. Ich nehme mal an, wir schminken was Grünes, oder? Zuerst prime ich mal so ein bisschen mein Augenlid. Das mache ich dann auf beiden Seiten, damit es fair ist, mit meiner P. Louise Base. Und ich stelle hier meinen Spiegel ab. Ich hoffe, das... Okay, das stört schon so ein bisschen. Hier, das geht. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen in den dunkleren Grünton. Gebe den in meine Crease. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr habt. Ich finde sowas immer ultra spannend.
Also ich finde es einerseits richtig cool, sich Vorsätze zu machen, weil das irgendwie so voll motivierend ist. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es manchmal auch schwierig, wenn man sich zu viel vornimmt und dann irgendwie jedes Jahr aufs Neue so von sich enttäuscht ist, weil man es nicht schafft oder nicht einhält. Bevor ich euch von meinen Vorsätzen erzähle, können wir kurz mal appreciaten, wie gut dieses Grün ist. Ich habe mir schnell noch eine Cut Crease gezogen. Ich muss sagen, ich habe heute voll viel Spaß mit meinem Make-up. Kleiner Real Talk jetzt gleich am Anfang des Jahres. Wisst ihr was, das kann ich mir auch gleich vornehmen, dass ich ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ehrlicher bin, obwohl ich lüge, tue ich jetzt nicht hier oder so. Aber halt, dass ich mich ein bisschen mehr öffne, das will ich damit sagen. Und auch so ein bisschen persönlichere Sachen sage. Und da kann ich euch gleich mal erzählen. Und ich habe manchmal Angst, ich will sowas nie ansprechen, wenn ich manchmal Angst habe, dass das ihr dann irgendwie falsch versteht oder dass das irgendwie blöd rüberkommt. Aber manchmal ist es so, dass wenn ich mich hinsetze und schminke, so für meine Videos, egal ob jetzt YouTube, TikTok, was auch immer, dass ich manchmal nicht unglaublich Lust habe. Einfach, weil ich so oft schminke, halt, weil ich jeden Tag Videos poste, besonders auf TikTok. Und irgendwann, also ich glaube, jeder hat das so, wenn man ein Hobby hat und dass man das so zum Beruf macht, dass es dann an manchen Tagen dann nicht mehr so viel Spaß macht. Ich glaube, zum Beispiel Cristiano Ronaldo hat auch manchmal keinen Bock auf Fußball, oder? Also meistens ist es schon so, wenn ich mich dann hinsetze und beginne, dass ich es wieder liebe, weil ich liebe Make-up. Also ich liebe es, mich zu schminken. Also versteht das jetzt nicht falsch, ich liebe es. Und ich habe das nie bereut, das zu machen. Ich liebe es über alles. Aber an manchen Tagen liege ich so am Sofa und denke mir so, oh, ich wünschte, ich müsste mich jetzt nicht schminken. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das irgendwie so Anfang des Jahres ist oder weil ich gerade gute Laune habe, aber jetzt gerade habe ich so richtig Bock. So, ja, ich will einen richtig geilen Look machen. So, auf so meine Cut Crease selbst gebe ich jetzt, glaube ich, das Grün hier und dieses Gold. Und ich glaube, so Grün und dann in der Mitte das Gold. So stelle ich mir das circa vor. Wie das im Endeffekt wird, weiß man ja nie. Jedenfalls zu meinen richtigen Vorsätzen. Ich habe sehr viele so Reisevorsätze, also so Reiseziele. Jetzt nicht unbedingt nur für dieses Jahr, sondern generell. Weil ich bin letztes Jahr wieder ein bisschen gereist, weil ich glaube, während Corona, ich meine, hat halt alles so ein bisschen gestoppt und ich bin davor auch schon viel gereist. Also mein Freund und ich haben, wir sind schon fünfeinhalb Jahre zusammen und wir haben davor auch schon zwei Asienreisen zum Beispiel hinter uns und so weiter. Und eigentlich habe ich das damals auch schon sehr gerne gehabt, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber damals, ich weiß nicht, da hatte ich immer trotzdem noch so ein bisschen Heimweh teilweise und ja, ich habe mich irgendwie immer am Ende der Reise schon so auf zu Hause gefreut. Und irgendwie hat sich das letztes Jahr so komplett für mich geändert, weil da war ich halt auf ein paar Reisen und besonders eine Reise, da war ich mit meinem Freund auf den Malediven, was ich schon immer machen wollte. Also das war schon immer, so seit ich klein bin, so seit ich das erste Mal so eine Raffaello-Werbung gesehen habe, war das schon ein Traum von mir. Und das war die beste Reise meines Lebens. Also wirklich, wir waren 12 Tage dort und ich habe am Ende, als wir uns mit dem Boot abgeholt haben, habe ich geweint. Es ist mir eine Träne runtergeronnen, weil ich nicht gehen wollte. Und das hatte ich sonst nie. Und ich bin generell halt ein bisschen mehr gereist wieder letztes Jahr und jede einzelne Reise war so toll. So, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also ich weiß nicht, irgendwie erfüllt mich Reisen gerade so sehr. Ich denke jede Sekunde dran, wo ich hinreisen will. Ich speichere alle Reisevideos ab. Auf TikTok, meine For You-Page besteht nur aus irgendwelchen Reisevideos, Reisetipps, Backpacking. Ich würde am liebsten irgendwie jetzt los, weil meinen Rucksack packen und auf Weltreise fahren. Was natürlich jetzt leider nicht geht. Aber ich glaube, ihr merkt schon so, ich will viel reisen. Also das habe ich mir auf jeden Fall mal für dieses Jahr vorgenommen und für die nächsten folgenden Jahre. Es stehen übrigens auch schon ein paar Reisen an. Ein paar kleinere auf jeden Fall. Ich komme gerade aus dem Disneyland, das habe ich meinem Freund zu Weihnachten geschenkt. Das war richtig cool mal wieder. Ich meine, ich bin halt ein riesen Disney-Fan. Und Traum von mir war es auch immer, ins Disney World Florida zu fliegen, weil das soll anscheinend nochmal so dreimal so groß wie das Disneyland Paris sein. Und eventuell könnte sich das auch erfüllen. Mehr dazu sage ich noch nicht. Coming soon. Ansonsten, was so persönliche Goals vielleicht angeht. Ich glaube, mich so ein bisschen mehr zu öffnen, einfach weil ich noch immer merke, dass ich sehr schüchtern bin und manchmal Social Anxiety bekomme in manchen Situationen. Ich glaube, das kann man relativ gut besiegen, wenn man so ein bisschen aus seiner Komfortzone eben rausgeht. Und ja, das nehme ich mir eben auch vor für dieses Jahr. Vielleicht ein bisschen Sport würde mir ganz gut tun, vielleicht ein bisschen gesündere Ernährung, aber schauen wir mal. Oh, und mein Freund und ich werden einen Tanzkurs und einen Tauchkurs machen. Das wird auch cool. Und ich würde so gerne surfen lernen, also so Wellenreiten. Am Surfbrett, weil Windsurfen kann ich schon. Kiten war ich auch schon einmal. Aber so, wir schon so wie auf Hawaii. Nach Hawaii würde ich auch sehr gerne. Also es sind sehr viele Sachen. Ich weiß nicht, ob das alles in ein Jahr reinpasst. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Und ich glaube, der wichtigste Goal, den auch jeder haben sollte oder halt den wichtigsten Vorsatz ist, einfach mal glücklich zu sein. Ich sehe manchmal diese TikToks. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist gerade so ein richtiger Trend. So, wenn man so sagt wie, oh nein,
ich habe mich so vor meiner Schulklasse blamiert oder so, irgendwie sowas. Und dann zoomt so aus der Welt raus, so ins All. Und es soll halt irgendwie so verdeutlichen, dass irgendwie so wie so ein kleiner Fuzzi-Zwerg auf der Welt im All sind. Und alle unsere Probleme sind eigentlich solche Kleinigkeiten, wenn man das so betrachtet. Und ich glaube, daran muss man sich einfach manchmal öfters erinnern, weil... dass ich immer so an so Kleinigkeiten gedacht habe, die so voll peinlich waren oder hätte ich doch damals das gesagt oder hätte ich doch irgendwie, keine Ahnung, so nicht so kaputte Haare, coolere Klamotten, wäre ich doch so ein bisschen schlanker, wäre ich doch das, würde meine Augen so aussehen, bla bla bla. Ich habe mich jeden Tag über solche Kleinigkeiten geärgert und aufgeregt und es hat halt irgendwie so meine Stimmung jeden Tag gedrückt und ich glaube, das haben auch sehr viele Leute und eigentlich ist das so unnötig, weil ich finde, da macht man sich irgendwie nur selbst das Leben kaputt, wenn man so denkt. Also ich finde, es ist vollkommen okay, einfach manchmal so ein bisschen Selbstzweifel zu haben oder manchmal einen schlechten Tag zu haben. So, das ist komplett menschlich und ich finde auch, es muss Tiefen geben, um Höhen zu haben. Aber ich bin einfach drauf gekommen, dass sehr vieles einfach Kopfsache ist. Also zumindest bei mir. Also ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen anderen auch so ist, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass das alles einfach nur so meine ganzen Sorgen so in meinem Kopf waren und wenn ich das einfach mal loslasse, ich dann irgendwie besser so die schönen Dinge sehen konnte und einfach auch dankbarer sein konnte für alles, was ich habe. Also kurz gesagt, ja, ich will einfach so ein bisschen dankbarer sein, mich auf die schönen Sachen konzentrieren und ja, einfach glücklich sein. Und bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Hier mit meinem fertigen Lidschatten-Look. Ich finde das wohl schön geworden. Und wir machen jetzt weiter mit meiner Palette, die ich nicht so toll fand, obwohl ich finde sie eigentlich voll toll. Ich muss es halt schweren Herzens sagen, ich habe vorhin so lange durch meine Lidschattenpaletten rausgesucht und ich muss auch sagen, es sind irgendwie letztes Jahr gar nicht mal, es gibt irgendwie nicht mehr so schlechte Make-up-Produkte. Ich weiß noch früher, Katastrophe, besonders in der Drogerie, da waren viele Produkte wirklich schlecht. Ich darf das jetzt einfach mal so sagen. Früher war die Make-up-Auswahl eine Katastrophe. Aber jetzt ist irgendwie alles so gut. Also die Make-up-Produkte kosten 2 Euro und fühlen sich an wie Produkte, die 80 Euro kosten. Es ist wirklich Wahnsinn, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich musste jetzt aber trotzdem irgendwas raussuchen und habe mich jetzt für diese Palette hier entschieden. Obwohl ich die so süß finde, und zwar ist das von Essence, die Jurassic World Eyeshadow Palette. Und ich liebe Jurassic World, ich liebe Essence. Und ich finde auch die Palette richtig, richtig süß und richtig cute. Und ein paar von den Farben finde ich auch richtig gut, aber ich finde ein paar sind halt so ein bisschen schwächer pigmentiert oder so. Sind krümelig, deswegen ja. Ich würde sagen, die Palette selbst ist so ein lala. Also die Farben voll schön, aber so die Qualität ist so lala. Aber für den Preis ist es eigentlich top. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist top, aber ja. Wenn man die zwei jetzt aber so vergleicht, so ich finde, die haben so ein bisschen eine ähnliche Color-Story, aber ich finde halt die Qualität von der wirklich um einiges besser. Kostet halt ein paar Euro mehr, aber trotzdem wirklich um einiges besser. Ich werde jetzt gleich versuchen, den Look hier nachzuschminken, dann werdet ihr vielleicht eher den Unterschied sehen. Vielleicht kann ich es aber auch so schminken, dass man keinen Unterschied sieht. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, weil eigentlich ist das Wichtigste ja erst das Endergebnis. Aber ich zeige jetzt einfach, was ich meine mit ein paar Swatches. Und zwar gehe ich jetzt hier in das Grün rein und boah, Farben sind butterweich, wirklich. Also ultra pigmentiert. Und dann gehe ich hier auch in das Grün rein. Die sind jetzt nicht ident gleich, aber es sind halt beide Grüntöne. Gibt ihm auch eine faire Chance. Also man spürt, dass es um einiges härter ist auf jeden Fall. So sehen die jetzt aus. Ist ein bisschen heller. Und ich swatche jetzt, glaube ich, einfach hier auf meinem Handrücken. So. Das sieht man schon. Essence ist schon vorbei und Catrice. Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt auch hergekommen ist, aber ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen, aber das Swatch von Essence geht halt so bis hier, würde ich mal sagen. Und der von Catrice geht halt wirklich bis da nach unten und ist halt um einiges, ist halt ein bisschen pigmentierter. Ja, aber ich meine, der von Essence ist auch okay. Wieder mein Auge prime, damit es fair ist. Ich habe so ein Gefühl, ich schwafel schon die ganze Zeit zu viel. Es tut mir leid. Gehe jetzt hier in dieses Dunkelgrün rein. Ich hoffe, das ist eine halbwegs ähnliche Farbe. Okay, das ist um einiges dunkler. Egal, dann wird das einfach so ein bisschen die dunkle Variante von dem Look. Oh Gott, okay, es ist viel dunkler. Es ist viel dunkler. Das ist ja schon fast so schwarz-grau. Und ich habe halt hier auch um einiges mehr Fallout als bei der anderen Palette. Da hatte ich nämlich fast gar nichts. Jetzt kommt wieder die Cut Crease dran. Und da kommt jetzt das Grün drauf und das Gold. Da merke ich halt auch gleich, dass ich voll oft so in die Palette reinfahren muss, damit ich das Grün gut aufbauen kann. Noch das Gold. Dann würde ich Schimmerfarben generell, die Farben sehen sehr unterschiedlich aus. Aber ich finde beides cool. So, und hier haben wir jetzt beide Lidschattenlooks fertig. Ja, wie gesagt, Farben sind ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, welchen findet ihr schöner? Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. So jetzt ganz, so wenn ihr jetzt nicht wissen müsstet, mit welcher Palette ich was geschminkt habe und so weiter. Welchen Lidschattenlook würdet ihr schöner finden? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Und ich finde, das sagt irgendwie auch so viel aus. Ich finde so, es war auf jeden Fall einfacher mit der Palette zu schminken. Einfach, weil ich nicht so oft so reingehe.
eingehen musste, weil zum Beispiel das Grün einiges pigmentierter war und so weiter. Also es war auf jeden Fall schneller und einfacher mit der Palette, aber so im Endeffekt finde ich, sind beide Looks gleich schön. Und jetzt machen wir weiter mit Mascara. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr virale Mascara letztes Jahr, und zwar die MAC Hack Mascara. Und ich finde die richtig gut. Also ich verstehe den Hype. Ich finde die echt cool. Die hat ein sehr interessantes Bürstchen. Ich zeige das einfach mal ein bisschen genauer. Fokussierst du? Ja, perfekt. Ja, das ist so ein bisschen so Hourglass-mäßig oben ein bisschen und dann so eine... So. Und ich finde, die macht sehr schöne Wimpern. Also bei der muss man wieder aufpassen, dass es nicht zu extrem wird. Und wenn ich das sage, dann heißt das was. Das heißt, das ist, glaube ich, so ein Konzept, dass man sie stacken kann, wie der Name schon sagt, so aufbauen, übereinander bauen sozusagen. Also Schichten. Aber ich finde, die ist tatsächlich schon so nach ein, zwei Schichten echt ziemlich, ja, voluminös und lang. Das heißt, es braucht gar nicht so viel. Also ich habe das gerade ganz schnell aufgetragen und es sieht jetzt schon echt krass aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich lasse es jetzt auch so. Ich will gar nicht zu viel auftragen, weil ich gleich noch Lashes drüber klebe. Da will ich nicht zu viel Mascara auf den Wimpern haben. Und ich habe vorhin tatsächlich so lange durch meine Mascaras durchgeschaut und irgendwie ist mir aufgefallen, ich habe letztes Jahr gar nicht so viel getestet, zumindest für meine Verhältnisse. Ich habe früher fast jede Woche eine neue Mascara getestet und letztes Jahr hatte ich irgendwie gar nicht so viele. Aber ich habe eine entdeckt, die ich schon länger hatte, aber da habe ich sozusagen entdeckt, dass ich die gar nicht so gut finde, weil ich dachte eigentlich, dass ich sie richtig gut finde und dann habe ich sie irgendwie nochmal benutzt und war so, hm. Und das ist von einer meiner Lieblingsmarken tatsächlich, von Huda Beauty, die Legit Lashes Mascara. Die hat zwei Seiten und ich finde zweiseitige Mascaras manchmal cool, manchmal nervig. Irgendwie, wenn es was bringt, dann finde ich es cool, aber es ist halt mehr Aufwand, wisst ihr, was ich meine? Die hat allein eine Volume und eine Length Seite. Besonders die Volume-Seite mag ich nicht so gerne. Die sieht tatsächlich ein bisschen ähnlich aus wie die MAC Stack, aber die ist ganz anders, weil die ist so voll... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Da kleben irgendwie die Lashes ein bisschen mehr zusammen, habe ich manchmal das Gefühl. Ich meine, es sieht jetzt ein bisschen ähnlich aus, aber die ist halt, finde ich, auch so ein bisschen extrem. Und wenn man dann auch noch eine zweite Seite drauf geben muss, dann wird das manchmal so ein bisschen ein Mess. Also, ich stehe zwar auf viel Mascara, aber das ist mir dann manchmal schon too much. Okay, ich glaube, das ist gerade Vorzeigeffekt. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus, aber so ein bisschen klebrig und ein bisschen nicht ganz so schön. Das könnte schöner sein. Und ich finde, bei Mascaras sind es immer so Kleinigkeiten, die es ausmachen. Dann kommen wir zu den Lashes. Woohoo! Und da habe ich leider ein bisschen ein Problem. Und zwar mochte ich sehr gerne letztes Jahr. Die sind rausgekommen, die neue, die Jumbo Lashes von NYX. So sehen die aus. Eine kleine Kritik habe ich aber. Ich mag die Lashes sehr gerne. Eine kleine Kritik habe ich und zwar, ich mag das Packaging nicht so gerne, einfach weil es für mich persönlich schwierig ist in meinem System, weil ich habe da so eine Schublade, wo ich die so hintereinander einstapel, meine Lashes, und normalerweise sehen Lashes jetzt circa so aus und dann kann man sie schön so stapeln und bei denen ist es ein bisschen schwieriger, aber was soll's. Mein Problem ist aber, ich habe jetzt schon meine ganzen Jumbo Lashes aufgebraucht. Jetzt habe ich noch die färbigen, also da ist ein bisschen rot und da ist ein bisschen blau dabei. Ich glaube, ich nehme die blauen. Das heißt, nicht wundern, dass so ganz das ein paar blaue Härchen drinnen. Seht ihr das? So ein bisschen blau. Was ich zu den Jumbo Lashes sagen kann, die lassen sich echt extrem gut aufkleben. Also die haben ein voll dünnes Band und ich liebe das, weil da muss man auch nicht unbedingt Eyeliner tragen und man sieht das nicht so, dass man da so ein Band hat von den Lashes, wisst ihr, was ich meine? Und sie sind voll angenehm. Ja. Und so sehen die Lashes aus. Ich finde richtig gut. Irgendwie so eine Mischung aus natürlich. Also so, weil die eben so gut verblenden mit dem Lashband und so diese Härchen irgendwie so wie echte Wimpern aussehen. Und gleichzeitig traumatisch. Und kommen wir zu den schlimmsten Wimpern. Eigentlich fühle ich mich jetzt ein bisschen schlecht, weil das war ein Geschenk von einer Firma, wo ich bestellt habe. Die haben mir einfach so ein paar Lashes dazu gegeben. Aber das ist das hässlichste paar Lashes, das ich je gesehen habe. Und die anderen sind voll gut. Und also die Marke ist richtig cool, weil die machen so voll so crazy Wimpern. Von denen habe ich diese ultra langen, die ich oft bei meinen Make-up-Looks trage und so weiter. Und die sind so gut, aber die hier, no. Einfach nein. Sorry, aber das sieht irgendwie so wild aus. Ich hatte die eigentlich schon ausgemistet und dann war ich so, nee, ich brauche die für irgendwann für ein Video mit so den hässlichsten Make-up-Produkten. Und here we are. Jetzt werde ich die mal probieren. Ganz ehrlich, vielleicht sehen sie so ganz cool aus auf den Augen. Ich glaube nicht, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ah, die sind ja riesig. Die sind ja riesig. Oh nein. Ja, nein. Die sind riesig und haarig. Nein, okay, das sind wirklich die hässlichsten Lashes, die ich jemals oben hatte.
Machen wir lieber mal weiter. Ich habe jetzt schnell meine Lippen geleint, übrigens auch mit einem Lieblingsprodukt, und zwar dem Plumping Lip Liner von Catrice. Weil wir machen jetzt weiter mit Lipgloss, und ich glaube, das ist jetzt auch schon unser letztes Produkt für heute. Und zwar ist mein Lieblingslipgloss aus 2022 von Isabel und Essence. Everyday is a Mystery Plumping Lip Gloss. Und es gibt ja die zwei Farben. Warte mal ganz kurz. Es gibt die zwei Farben. Also den verwende ich eigentlich lieber so im Alltag, weil ich finde, der passt halt gerade voll gut zu meiner Haarfarbe. Deswegen liebe ich den. Den mag ich aber auch mindestens genauso gerne. Und irgendwie so mit dem Grün-Türkis, vielleicht passt der sogar besser heute. Deswegen verwende ich jetzt den. Aber beide, beide sind meine Favoriten. So. Schaut, wie schön, oder? Wie schön der glitzert. Oh, der ist so toll. Und ich glaube, der Lipgloss für meine nicht so gern möge Seite wird eine ziemliche Überraschung. Und zwar ist es dieser hier. Und ich liebe normalerweise die Juicy Bombs von Essence. Ich liebe sie. Ich liebe alle. Ich liebe den roten und ich liebe Banane, den gelben. Ich weiß, voll weird, aber ich finde den so lecker. Jedenfalls, den da finde ich nicht so... Ich habe jetzt auch durch meine Lipglosse durchgeschaut. Es kommen nur noch gute Make-up-Produkte raus und Lipgloss ist irgendwie immer geil. Aber der halt, von dem finde ich den Geschmack nicht so geil. Der schmeckt halt nach Zahnpasta. Also er schmeckt schon schmecken. Man soll ihn ja nicht essen, aber er riecht schon so frisch, aber ich finde, er erinnert mich wirklich zu sehr dran, so wenn ich gerade so Zähne putze. Wisst ihr, was ich meine? So, und ich mag Zähne putzen nicht so gerne. Ich mag Zahnarzt nicht so gerne. Deswegen, ich stehe halt mehr so auf so süßen Geruch beim Lipgloss. Deswegen. Aber das ist ja Geschmackssache. Geschmackssache, checkt ihr. Aber wie alle Juicy Bombs sieht er natürlich richtig schön auf den Lippen aus. Und damit haben wir jetzt den fertigen Make-up-Look geschminkt mit meinen Lieblings- und Hassprodukten von 2022. Hier nochmal ein kleiner Vergleich, damit ihr es besser seht. Ich finde, beide Looks sind sehr cool geworden. Hier habe ich halt die Hautprobleme und die Lashes sind so ein bisschen, Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, alle Produkte nochmal so zu vergleichen und den Look zu schminken. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich eventuell abonnieren möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich schon auf viele, viele coole Videos im 2023. Tschüss!